Pizza Time wieder, Freunde. Ganz genau, hier wird der Teig gerollt. Saft wird geschmolzen und Bacon kann immer drauf, würde ich sagen, auf eine vernünftige Pizza. So, seid ihr schon gespannt, was heute kommt? Ja, Johnny's Italian Week Pizza, ihr seht's schon in den Farben der Pizza. So, der Pizzaofen läuft schon so ein bisschen. Ich werde diesen Lümmel hier noch reinkleben. Kommt mal rum hier. Da vorne in der Ecke hier, da brennt's. Vielleicht sieht man das da. Da sieht man so ein bisschen Feuer. Da tut man diesen Balken rein. Ganz genau. Ja, und wenn das so ein bisschen brennt, der Ofen heizt natürlich noch an. Werden wir hier ein bisschen Fleisch marinieren. Ganz einfach. Ein bisschen Olivenöl drüber hier. Ein bisschen Hähnchen. Ne? Schaden tut's ja nicht. Und der Ofen, also quasi die Bodenplatte, hat noch keine 400 Grad, so wie wir es hätten. Jetzt tun wir hier ein bisschen Herb Garlic drüber hier. Ist der Black and White übrigens. Ich habe mich da wohl vertan, dank meiner Kamerafrau. Die hat es erkannt. Aber jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir nehmen das ganze Ding und schieben das hier in den Pizzaofen rein. Und da brutzeln sie jetzt, Freunde. Hua, Beilage oder was auf die Pizza draufkommt. Onkel Johnny ist wieder da. Ganz genau. Knack und pack. Wollen wir mal sehen, was das Hähnchen jetzt hier gemacht hat. Komm zu Daddy. Oh, so sieht das gut aus. Knack und Back 3000. Okay, wir starten erstmal mit einem Bierchen. Ganz genau. Man zündet es hier in dieses Gläschen rein und dann kann nur die Freude deine sein. So, wenn wir es hier gleich fertig haben, ja, warte mal, ich muss ein bisschen umlunzen hier. Oh, oh, sieht schon mal sehr fein aus. Optimal geklappt. So, in der Zwischenzeit können wir hier schon mal hier so ein Hähnchen schnabulieren. Wir haben hier 1, 2, 3 hier beim Aufheizen reingelunzt und wir nehmen uns diese Dinger hier. Ich hoffe mal, die sind Geilomat 3000. Wir haben auch inhaltlich. So. Und jetzt sehen wir mal vorher, würde ich sagen. So, Messerchen nehmen. Und dann schneiden wir ein paar schöne kleine Scheibchen ab. Denn die sollen ja noch auf die Pizza, Freunde. Das wird nämlich die White Pizza. Mhm, ganz genau. Ein schönes Backhähnchen hier quasi aus dem Pizzaofen. Ja, der Belag muss erstmal hergestellt werden. Das Gute ist, das kann man nämlich beim Aufheizen des Ofens einfach machen. In der Aufheizphase kann man dann nämlich gleich hier was Schönes zaubern und es nutzen. Mhm, kann man auch schon so essen, Freunde. Da rein in das Schüsselchen, damit Onkel Duta reinlangen kann. Ja, danke Onkel Johnny, alter Hähnchenbrustmasseur. Hier Jacke, bei 35 Grad im Schatten und Pizzaofen. Nutze ich das mal hier als Garderobe, würde ich sagen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall hier die Soße. Da seht ihr gleich einen kleinen Rückblick, wie die gemacht wird. Ist einfach eine handelsübliche Bechamel-Soße mit zwei zusätzlichen Zutaten, ein bisschen Knoblauch und Parmesan dabei. Ja, wir brauchen natürlich nicht so viel, aber wir schwitzen erstmal leicht hier den Knoblauch an und danach geben wir das Mehl dazu und dann immer Flüssigkeit peu à peu und glatt rühren. The dude can do, the dude can do. Schluss schmecken das Ganze noch mit ein bisschen Pfeffer ab und Muskatblüte. Man kann natürlich auch Muskatnuss nehmen und ein bisschen Salz nach Geschmack. Und danach können wir das auf jeden Fall erstmal abkühlen lassen, damit wir es nachher auf der Pizza gut verteilen können. Ja, ihr könnt natürlich jetzt auch einen anderen Käse nehmen. Ja,
ist euch selber überlassen. Aber Parmesan passt eigentlich ganz jetzt so. So, da sind wir wieder zurück. Ihr seht, das ist ein bisschen nachgedickt. Also das ist natürlich nicht mehr flüssig. Wenn es flüssiger haben will, müsste man es wieder ein bisschen warm machen. Ja, uns hätte, glaube ich, in der Sonne stellen gereicht bei dem Tag. Aber es geht auch so. Ne? Man kriegt das auch ohne Unfall halbwegs hin. Dann immer hier ein bisschen ein Stückchen den Teig Schieber da drunter packen und dann immer wieder ein bisschen, ne, draufschieben. Und wenn das geklappt hat, dann nimmt man hier sich mal einen guten Mozzarella, zerfetzt den ein wenig. Macht das natürlich ein bisschen schneller, weil das pappt nachher relativ schnell an. Bei der Hitze erst recht, das habt ihr am Teig bei der einen Folge auch schon gesehen. Der ist explodiert. Dann Hähnchenstücke drauf verteilen, weil das ist hier die White Edition sozusagen. Ne? Kann man natürlich auch, wenn man will, Blumenkohl noch nehmen. Und wir haben jetzt noch ein bisschen fein geschnittene Zwiebeln oder Kohlrabi, Sellerie, was euch immer einfällt. Seid ihr auf jeden Fall frei, wenn ihr das farblich in der Richtung haben wollt. So, noch ein bisschen da drauf und dann ab zum Ofen. Ja, ihr seht, wir haben ordentlich einen Scheit drin. Der hat Power. Wir müssen nach einer gewissen Zeit, nach so ein paar Minütchen, müssen wir mal ein bisschen drehen. Ja, weil die Hitzequelle ist einfach links und danach können wir mal, nichts wohl rauskommen. Ja, gucken wir mal, dann sieht der ganze Spaß so aus. Ja, ich würde sagen, das ist doch recht ansprechend. Ne? Bisschen Hähnchen, Black and White gewürzt, Bechamelsoße, Zwiebeln. Eigentlich braucht es nicht viel mehr. Zum Abschluss ein wenig Pizzagewürz drauf. Ja, damit wir noch ein bisschen den italienischen Flair reinkriegen. Und dann nutzen wir einfach mal das Messer. Denn den einen Pizzasteiner hat schon zerlegt und dem anderen hier, der da links neben liegt, dem vertraue ich nicht. Also da ist der Vorschuss aufgebraucht. So. Vierteln, Achteln und dann kann man sich auf jeden Fall in den Hals reinstecken. Ja, Rezept ist in der Infobox. Sind jetzt nicht so viele Zutaten. Bechamel habt ihr schon häufig gesehen. Nur ein bisschen verändert. Und so weiteres, ganz normaler Pizzateig. Und dann lassen wir uns das schmecken. Oh, es gibt Pizza. Da muss ich doch mal probieren. Hm. 100% Veggie. Eine gute Veggie-Pizza, das mag ich. Zieht euch rein. Dieser einzigartige Geschmack, das kenne ich noch nicht. Was ist das bloß? Hähnchen. Ich wusste aber auch gar nicht, dass Hähnchen Veggie ist. Kann ich davon genug bekommen. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Alright folks, ihr seht hier die drei Pizzen. Ja, Nummer 2 ist schon gemacht. Onkel Johnny wird jetzt die dritte machen in 2 Tagen. Ja, wir machen ja die Trikolore. Und der Gemüsemann hat sich auch mal wieder hier reingeschlichen, den kennt er ja schon. Lasst den Daumen nach oben brennen. Onkel Dude ist jetzt raus. Peace.